Nein, 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 nein. Wir denken jetzt nicht an zukünftiges Wissen. Wir brechen jetzt erstmal beim Staatsanwalt Hallo? ein. Das ist eine gute Idee. Weißt du was? Wir machen es einfach. Aha. So. Irgendwo muss doch die Telefonnummer zu finden sein. Oder eine Postadresse. Oder. Hä? I need to search this office for any communication with Sarah that can help me find her. Ah, oh, hier ist so viel, was ich mir angucken muss. Aber hier hat's auch gerade gebrummelt. Abgeschlossene Schublade. Na gut. Großbildfernseher. Sehr schön. If it can rain ash, I guess it could snow in LA. Ja, es kann in L.A. schneien, Mädel. Shake it. Shake sie mal richtig durch. It's the big one. Okay. Was haben wir denn hier? Er lässt einfach hier als Staatsanwalt seine Akten auf. Gut. Sein Büro ist codegesichert. James has a file on Frank. Ach, fuck. I'd love to read this, but I've got to focus on finding Rachel's mom. Fuck. Best Dad. That stuff is all politics anyway. Hat Rachel ihm bestimmt geschenkt, als sie vielleicht 5 Jahre alt war. Was haben wir denn da drin? Sweet. The secret key. Now to find the secret lock. Das ging jetzt schnell, ne? 11:21. Mikey, was kann ich für dich tun? Hey Chloe, danke für deinen Besuch. Drew geht so viel besser, seit du hier warst. Er sagt viel Glück da draußen. Ihm auch viel Glück. Chloe, ja, du bist stärker als alles. Hoffentlich. Oh, Mikey. Max. Ich glaube nicht, dass du weißt, wie du für jemanden fühlst, bis du sie fast verlierst. Für jemanden fühlst, bis du sie fast verlierst. Bis du im Warteraum des Krankenhauses sitzt, wie an deinen Stuhl geklebt und doch fallend, still und verzweifelt darum bittest, ihre Stimme zu hören, ihre Hand zu berühren, sie zum Lachen zu bringen. Dann weißt du es. Es war komisch, bei Rachels Vater zu sein und irgendwie angenehm. Auf einmal waren wir im selben Team und der ganze andere Scheiß war egal. Ich denke, ich sehe, warum Rachel ihn liebt. Ich besuchte Drew und verbrachte etwas Zeit mit ihm und Mikey. Ich munterte Drew sogar auf, indem ich seinen Pudding stahl. Ein Sieg für alle. Nach einer gefühlten Ewigkeit wachte Rachel auf. Selbst nach all dem, was passiert ist, ist sie immer noch darauf aus, ihre Mutter zu finden. Also bin ich es auch. Hier ist der Plan. Ich werde in James' Büro rumwühlen und sehen, was ich über sie finden kann. Dann finde ich sie, damit sie sich treffen können. Ganz egal, wie schwierig es wird. Chloe, die Kopfgeldjägerin. Bad for dad. Nice, nice, wir sind cool. Wir sind gut, wir sind richtig gut. So, natürlich haben wir jetzt schon einen Schlüssel für die Schublade. Ganz sicher. Aber wir müssen mal gucken. Was liegt denn hier so rum? Sheldon. Why do I feel like I've heard that name before? Sheldon.
I guess getting your ass kissed comes with the DA territory. Service Award presented to James Amber. Verdienstauszeichnung in Würdigung ihrer Integrität, Ehrlichkeit und Hingabe für die faire und ethische Ausübung der Justiz. Ja, okay, gut. Als Staatsanwalt macht er sicher einen guten Job, ne? James sure keeps lots of files on people. Na, aha. Jeder hat Geheimnisse. Was, die Flasche? More sherry. Da malen wir erstmal was drauf. Als ob der dann nicht wüsste, dass jemand in sein Büro... Geheimer Schnapsvorrat. Als ob jemand in sein Büro eingebrochen ist. Ach, Chloe, das ist dumm. Even if James is trying to protect Rachel from her mother, this seems like a pretty terrible way to act. Es reicht. James. Ah, von Sarah Gerhardt. Sarah. Wir haben ihre E-Mail-Adresse. Hallo? Von Sarah Gerhardt at Gerhardt.net. Also hat sie eine eigene Firma. Als du mir im Park sagtest, dass du nicht zulassen würdest, dass ich ein Teil von Rachels Leben werde, war ich selbstverständlich wütend. Aber ich verstehe dein Bedürfnis, sie zu beschützen. Das ist dein Vorrecht als Elternteil. Aber diesen Kerl zu schicken, um mich zu zur Vernunft zu bringen? Du bist dabei, von deinem hohen Ross zu fallen. Wie kann ein Staatsanwalt sich so verhalten? Was würden die Wähler sagen? Ich habe ein Recht, meine Tochter zu treffen, und der Anwalt, mit dem ich sprach, stimmt mir zu. Doch viel wichtiger ist, dass Rachel ein Recht hat, zu wissen, wer ihre Mutter ist, ein Recht, die Wahrheit zu kennen. Du weißt, was das Richtige hier ist, also tu es. Ha! Ha! Kerl zu schicken. Welcome to Shadyville. Ja, mach auf. To know who James is talking to on the secret phone of his. It could be about Sarah. Es heißt, du kannst mir mit meinen Problemen helfen. Grenzen werden überschritten. Wie reden wir? Ich rufe heute Abend an. Ich habe die Person gefunden, nach der du suchst. Ich rufe dich in 15 Minuten an. Nun? Ich bin keine Wohlfahrt. Du musst tun, worüber wir geredet haben. Ich kann nicht. Sicher kannst du das. Ich habe mit deinem Mädel geredet und sie hat eine große Klappe. Wie sich herausstellt, ist sie nicht leicht zu überzeugen. Wir müssen etwas deutlicher werden. Ah, Tu ihr nicht weh. Entspann dich. Mein bester Mann kümmert sich drum. Wie geht's deiner Tochter? Du weißt, sie hat mich zuerst angegriffen, oder? Bring ihr bessere Manieren bei. Du blöder Ficker. James is working with Damon Merrick? This is insane. What were they talking about? Is the girl Damon's talking about Sarah?
Whatever is going on, I need to see if Damon knows where Sarah is. Ernsthaft? How do I get him to tell me? Es bricht gerade alles zusammen. Ich dachte echt, James wäre ein Guten, der sich wirklich um seine Tochter sorgt. Aber jetzt als Staatsanwalt sich mit Damon Merrick zu verbünden und Damon Merrick auf Sarah loszulassen, damit die verschwindet. Und dann so ganz locker. Boah, Alter. Du wirst für das bezahlen, was du Rachel angetan hast. Ich habe dir gesagt, sie ist auf mich losgegangen. Es war Selbstverteidigung. Außerdem brauchst du mich noch. Es ist ganz einfach. Entweder du tust, was ich will, oder dein kleines Problem wird zu einem großen Problem. Hast du dich jetzt um den Beweis gekümmert oder nicht? Shit. What do I say? Du zuerst. Nee. Du zuerst klingt... Nee. Ich weiß, dir ist alles neu, aber so funktioniert's. So, zeigst mir den Beweis, ich gebe dir, was du willst. Ah, fuck, was für ein... Hope James actually has this evidence. Don't think Damon will tell me where Sarah is. Unless I send him a picture. James Amber arbeitet mit Damon Merrick. Und das scheint ihn ja dann... Alter... Arcadia Bay's least wanted. Frank? Ach hier, guck mal da, Knallkopf. Der T-Shirt-Verkäufer. Keine Ahnung. Merrick. Anzeigenerstattung. Damon Merrick. Kaukasier. Schwere Körperverletzung mit tödlicher Waffe. Oh, am Sägewerk. Oh. Nach einer verbalen Auseinandersetzung mit dem Opfer schwang Merrick einen Schürhaken und schlug dem Opfer damit mehrmals auf den Kopf, bevor er vom Tatort floh. Aua, du Arsch. Merricks Handschuh wurde gesichert und als Beweis eingereicht. Ein Notruf wurde um 22.21 Uhr angenommen und ein Beamter erreichte den Tatort mit Sanitätern um 22.38 Uhr. Das Opfer wurde ins Krankenhaus transportiert. Ein Beobachter, der um Anonymität bat, gab an, dass der Angreifer Damon Merrick war. Handschuh. Handschuh. Aha. This must be what Damon was talking about. Ach, guck mal da, Evidence. Shit. Which of these is Damon talking about? I could just take a wild guess and see what he says. Or maybe there's some info on the case hanging around the office. Aber wir haben's doch gerade gelesen, Chloe. Musst du es jetzt nochmal lesen, um klarzukommen? Did Damon really shoot someone? Guess I shouldn't be surprised. Er hat aber mehrfach geschossen mit einer 22er. Could this be the evidence? Damon and knives seem like a solid bet. Mädel, du weißt doch schon. Hier, da steht's doch drin. So. Gloves. Nee. Geh doch mal dahin. Achso. If TV has taught me anything, these babies will be swimming in DNA. Alter, ich raff's immer noch nicht. James Amber und Damon Merrick
Unglaublich. Das ist ein Beweis, oder? Ja, und jetzt zerstörst du das Zeug verdammt nochmal. Warum bist du so schlecht darin? Ich mache mich sofort an die Arbeit. If I can figure out how. Ja. How do I destroy a glove? Maybe I can burn it somehow. Oh, Mülleimer. Haha. Natürlich verbrennen wir das im Mülleimer im Büro. Ernsthaft. Das stinkt. Ein brennender Lederhandschuh. Das stinkt. Ja, Fächel noch. Als ob das hilft. Aber gut. Jetzt machen wir noch das Fenster zu. Uff. Better not touch that again. Du hast dich drum gekümmert. Gut. Also, da du schon Beweise zerstörst, kannst du mir auch sagen, welcher von meinen Leuten der Spitzel ist. Schluss jetzt. Keine Spielchen mehr. Sorry, Chef, aber du wirst tun, was ich dir sagte. Sag mir, wer es ist, oder willst du dich lieber selbst um dein Problem kümmern? Ah, fuck. Damn. I hope James has something here to tell me who Damon's informant is. So I need to find which of Damon's guys has been snitching. I should search around the office to see if there's any info to help me out. Ich bereite das Abendessen vor. Wann glaubst du, dass du zurück bist? Warte nicht auf mich. Lieblinge verbringen so schon nicht genug Zeit zusammen als Familie. Möchte Rachel mit uns essen? Sie ist mehr als willkommen. Oh. Ich schaff's heute Abend einfach nicht. Tut mir leid. Ist alles okay? Ja, alles ist okay. Und ich liebe... Wenigstens sagt sie's. Ich liebe dich auch. Oh. Gutes Mädchen. So. Arcadia Bay's least wanted. Ja, aber ich kann ja nicht einfach irgendeinen beschuldigen. Okay. There's no way that Frank is snitching on Damon. But I love learning about his badass loitering charge. Rumlungern. Frank, Frankie, Frankie B. Inhaftiert von der Polizeibehörde Arcadia Bay. Oh. Ja, für 2 Tage. Verdacht auf Drogenhandel und Herumlungern. Okay. I agree to aid the courts on future cases. That could be seen as a little snitchy. Gerald Scott. Ich, der Angeklagte, plädiere wie folgt. Schuldig. Ich verstehe meine Rechte und gebe diese aus freiem Willen auf. Ich verstehe, dass der Richter nicht an die Einmahnung gebunden ist. Ich erkläre mich bereit, dem Gericht in zukünftigen Fällen, die eine Verbindung zu meinem eigenen Fall haben, Hilfe zu leisten. Gerald Scott. This is that freak from the mill. Wonder what Damon would think of his very cooperative comment. Wurden Sie innerhalb des letzten Monats verhaftet? Führen Sie bitte. Sehr kooperativ, keinen Termin verpasst. Verifiziertes Einkommen im letzten Monat. Okay, Gerald Scott oder
Sheldon. Wer ist denn hier wer? Ist das der T-Shirt-Verkäufer? Okay. If I'm going to accuse one of these guys, I'd better be sure I'm right. Okay. Was ist Sheldon? Scheiße, wer ist denn da jetzt wer? Wie komme ich hier wieder raus? Ah, erstmal noch gar kein. Erstmal. Oh, warte, Beweis. Hope James doesn't really get Damon off the hook. That dude's gotta pay. Chloe. James und Damon machen gemeinsame Sache irgendwie gerade im Moment. Briefe? Dann mal eben. Hallo? Sarah sent all these letters. James never gave them to Rachel? Mein Name ist Sarah und ich bin deine leibliche Mutter. Das Erste, was du über mich wissen solltest, ist, dass ich aufzugeben der schlimmste Fehler war, den ich je beging. Ich kämpfte zu der Zeit mit etwas und tue es immer noch. Dieser Kampf hat mir alles genommen, auch was am allerwichtigsten ist, dich. Doch jetzt bin ich an einem Punkt angekommen, an dem ich ein Teil deines Lebens sein kann. Das ist mehr, als mir zusteht, das weiß ich. Doch wenn du möchtest, würde ich es gern versuchen. Bitte lass dir Zeit, und wenn du Fragen haben solltest oder mir etwas mitteilen möchtest, würde es mir die Welt bedeuten, von dir zu hören. Ich liebe dich sehr und hoffe, dich bald zu treffen. Das kann sie ja nicht wissen. Naja gut, okay. Liebste Rachel, ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich dir erneut schreibe. Ich habe noch nichts von dir gehört und das ist kein Problem. Ich habe das Gefühl, dass ich so viel aufzuholen habe, verstehst du? Ich erinnere mich nicht an viel von meinem Leben. Das ist ein Symptom meiner Entscheidungen. So vieles ging verloren. Es bedarf aber auch schon Kraft, das selbst zu erkennen, ne? Ich erinnere mich an alles, was dich betrifft. Das Krausen deiner Nase, die Tiefe in deinen Augen, das wissende Lächeln, das mich denken ließ, du hättest alles schon mal gesehen. Ich kann es mir jederzeit vor Augen rufen, so klar wie der helle Tag. Ich hatte solche Angst, dass ich dir eine schreckliche Mutter sein würde. Dass ich dich verkorksen würde, wie ich mein eigenes Leben verkorkst habe. Jetzt weiß ich natürlich, dass meine Angst fehlgeleitet war. Viel schlimmer als eine schlechte Mutter zu sein, ist es nie zu wissen, was für eine Mutter ich gewesen wäre. Es tut mir leid. Falls du den Mut in dir hast, mir zu vergeben, können wir vielleicht von vorn anfangen. Oh, Sarah. Wunderschöne Rachel. Ich habe mal gelesen, vielleicht war es in einem Glückskeks, dass man nie zweimal in denselben Fluss treten kann. Weil er sich bewegt, ist es nicht mehr derselbe Fluss. Er ist etwas Neues. Glaubst du, dass es war? Ich versuche mir vorzustellen, wie du diese Briefe liest. Ich frage mich, wie du reagierst, wie ich dir vorkomme, diese geheimnisvolle Mutter. Ich mache dir keinen Vorwurf, dass du mir nicht antwortest. Du wirst mir schreiben, wenn du bereit bist. Ich nehme an, dein Vater ist immer noch skeptisch. Das ist okay. James will dich beschützen. Ich würde dasselbe tun. Aber er ist auch ein liebenswerter und mitfühlender Mensch. Das war wirklich das Problem. Ich war nicht für ihn oder das Leben, das er dir bieten wollte, geschaffen. Ich wusste es schon damals, auch als es ihm noch nicht klar war. Ich weiß, wir können nie die Beziehung haben, die wir hätten haben sollen, aber ich hoffe, dass wir gemeinsam etwas Neues haben können. Ich hoffe es so sehr. Oh, Sarah. Sarah in this letter doesn't seem anything at all like the person James told us about last night. James, ich verstehe deinen Widerwillen, mich mit Rachel reden zu lassen, aber glaubst du nicht, die Entscheidung sollte bei ihr liegen? Alles, was ich das letzte Jahr über getan habe, diente dazu, dir zu beweisen, dass ich bereit bin, ein Teil von Rachels Leben zu sein.
Ich habe den Entzug geschafft und erhole mich. Ich brauche kein Geld oder Beistand mehr. Ich weiß, ich kann ein positiver Einfluss für sie sein. Ich komme nach Arcadia Bay in der Hoffnung, dass wir uns wenigstens treffen können, um darüber zu reden und damit du siehst, wie sehr ich mich verändert habe. Falls du noch irgendetwas für mich fühlst, wirst du mir die Gelegenheit geben, mich dir und hoffentlich auch Rachel zu beweisen. Du warst einst die Liebe meines Lebens. Bitte nimm mir das nicht weg. Oh. Unterlassungsaufforderung. Sehr geehrter Mr. Amber, ich repräsentiere Sarah Gerhardt, gemäß gesetzmäßige Mutter von Rachel Amber und Antragstellerin auf geteiltes Sorgerecht. Bitte beachten Sie, dass die Gesetze von Oregon es erforderlich machen, dass rechtliche Formen der Minderjähriger auf alle und jegliche gesetzmäßigen Anträge der Eltern zur Wiederaufnahme des Kontakts mit ihren Kindern in Treu und Glauben reagieren müssen. Im Namen meiner Klientin fordere ich Sie hiermit auf, die ungesetzmäßige Verhinderung des Kontaktes zwischen Sarah Gerhardt und Rachel Amber zu unterlassen. Hiermit wurde Ihnen mitgeteilt, dass eine fortwährende Verweigerung in einer Klageeinreichung gemäß Brief... Was? Gemäß dem Familiengesetz von Oregon, Satzung 42.4b, resultieren wird. Dieser Brief stellt Ihre letzte Warnung in dieser Angelegenheit dar. So, this looks like Sarah stopped cashing the checks James sent her. Guess he forgot to mention that during his story last night. Sie hat das Geld nicht mehr genommen. Sie hat das Geld nicht mehr genommen. Sie will ihre Tochter sehen. Verdammt. So, ja, wem beschuldige ich jetzt? Who the fuck? Verdammt. I agree to aid the courts on future cases. That could be seen as a little snitchy. Wer ist Gerald Scott? Thunder. Oh, erinnere die. Oh, warte mal, der hat doch die Akte da im Dings liegen, ne? Oh, scheiße, Mann. Frank ist es definitiv nicht. So, wir müssen entscheiden zwischen. Ich weiß die Namen nicht. This guy let me into the mill. Ach! Cool dude. I totally knew this guy was a criminal when I stole from him.